Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Ich habe mir einen schönen Panzer zusammengebastelt. Ich hatte den ja schon so ähnlich, aber da war noch eine Mammut mit drauf. Und ja, die Mammut war ein bisschen zu wild. Erstens wiegt die extrem viel und zweitens ist sie hier bei U9 gar nicht so geil. Und fährt mir ins Schießen echt schnell. Oh Gott, wir haben 15.000 im Gegnerteam. Das ist natürlich echt uncool. Ich weiß nicht, wie der reingekommen ist. Aber der hat mehr PS als mein Breaker. Das ist sehr tragisch. Wir haben einen mit 12 dabei, aber 15 ist natürlich... Oh Gott. Mal sehen, was mein Panzer reißen kann dagegen. Ja, wir haben einen mit 12 noch, gell? Aber 15, der hat mehr als mein Breaker. Drohnen. Ah, Ares, nicht drehen. Mich über die Geschwindigkeit gefreut, aber das Drehen war uncool. Nein, ich habe auch vorbei. Doch, 19 Schaden habe ich ihm gemacht. Ah, der Drohnen, ey. Ich kann eigentlich mit den Ketten den Capcan nicht einfach überfahren. Ich muss mir diese Schnecken dran machen. Boah, die Drohnen sind extrem edernd, ey. Ja, die scheiß Drohnen. Na, ja, das ist ein Doppel-Ratchet, der 15.000er da. Übel. Das ist doch... Alter, der Ratchet einfach, wie kommt der hier rein mit 15.000 PS, Alter? Fährt einfach durch und ratcherisiert alles, Alter. Hätte ich das Shotgun-Auto gehabt, hätte ich wenigstens die Ratchet runterschießen können. Guck mal, wie viele Ketten der hat. Aber die fallen übelst schnell ab, die Nitok. Na ja, gut, wenn er hinter der steht, ist böse, ja. Wir müssen noch eine halbe Stunde auf den Ares warten. Ja, ja, extra. Die haben gesagt, ich hätte zu lange gebastelt. Jetzt muss ich immer eine halbe Stunde warten. Dark Astora. Entenschmalz. Das sind doch auch Deutsche dann, oder? Entenschmalz und Dons Venoms. Ja, ah, das ist bestimmt auch ein deutscher Clan. TFLH. Nee, der Ares hat doch auch die Oldschool-Box, oder? Ares, du hast voll viel starke Reife drauf, oder? Das sind ja alles Hermits. Ja gut, ich habe Ketten, die haben auch so ein mega viel Power Score. Yeah. Mich verfahren. Porks noch Elite. Zwei kleine Porks drauf. Ah, Mist. Ich muss an die vorbei, Ares. Ich treffe irgendwie nur dich. Achtung, da ist ein Destructor daneben. Ich habe ihn übelst angeschossen. Also, der macht es noch nicht mehr lang.
Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn schon einmal verpasst. Ich muss kurz nachladen. Und, jawohl. Oh, diesen zerrissen. Boah, ich hab Wheelie gemacht, ein Panzer, ey. 4 MGs, diese Venoms. Ach, da ist er. Okay, der hat nur noch ein kleines Auto. Du hast auch 2 Fatmans, Ares, oder? Du hast auch 2 Fatmans drauf, oder? So stark. Ich hab auch die Echo drauf. Hast du Goliath-Ketten? Da kann ich dir einen Panzer geben. Wenn du Goliath-Ketten hast, kann ich dir den Panzer geben. Ich habe auch Benzin drin. Aber du hast bestimmt auch Benzin drin, oder? Wow, ich habe einen Golden Eagle drin. Der geht eigentlich ganz gut. Achso. Ja, ohne Golden Eagle wäre es wahrscheinlich ein bisschen langsam. Ich glaube, ich habe sogar einen Ladebeschleuniger drin. Gar nicht sicher. Habe ich einen Ladebeschleuniger drin? Nee, ich habe keinen Ladebeschleuniger drin. Warum? Ich muss noch mal eine halbe Stunde rumbauen. Ach, der Motor. Ach so. Zelle müsste noch breit machen. Dann werden wir alle. Jetzt sind wir breit. Aus, du bist Leader. Du musst zählen, damit wir mit dem Toast in ein Lobby kommen. Mal gucken, ob wir ein schönes Match hinkriegen. Ob wir sie vernichten können. Es macht einfach Spaß, wenn man mit den Kanonen drauf schießt und die Gegner zerplatzen. Nee. MGM. Einer ist noch reingekommen. Nein, die haben alle mehr Power. Hast du über 9? Ja, du hast über 9. Deshalb kommen wir als in so Schmutzlobbys. Was machst denn du wieder? Nee, die Krabbe. Krabbe zieht uns hier rein in die 15.000er. Jo. Brutal, Alter. Was hast du drauf für Waffen? Jukas? Astreus, oh, kleinen Scorp. Ja, muss doch nur ein bisschen was abbauen. Ein bisschen kleiner bauen. Oh, da ist eine vor dir, die Lisa. Ja, hier ist schon ein Bot. Boah, ich glaube, ich muss dann aber neu starten, aber irgendwie. Manchmal so komische kleine Lags. Das Bild so springt. Das ist sehr seltsam und störend. Ey. Ah, Mist, ich hab nur mit einem getroffen. Scheiße, meine Fatmans funken. Nein, jetzt ist hier so ein Gravastar an mir dran. Mist, ey, ich habe einen Fatman verloren. Ah, Gravastar ist eklig. Der hat so oben drauf. Eigentlich müsste man die doch gut runterkriegen. Mist, die schießen nur auf die kurz vorher explodieren. Da ist der Gravastar-Typ. Ah, ich habe noch eine verpasst. Jawohl. Panzerpower.
Ja, und köstliches Benzin bekommen. Dann müssen wir alle ready machen. 3, 2, 1, los. Geht's nicht los? Toast, suchst du schon? Achso, Ares hat ihn nicht bereit gemacht. Ares. Er wollte nicht mit dir spielen, hat er gesagt. Tragisch. Du musst nochmal mit dem Snowfall-Ding hinten reinschießen. Ich will mal gucken, ob ich jetzt einen Schuss hinten überlebe. Ne, wir haben bereit rausgenommen. Wir warten. Mal gucken, ob der die Snowfall jetzt verkraftet hinten. Gut, es sucht. Ah, ich glaube, wenn ich noch ein Nachlademodul reinmache, dann müsste ich umbauen wieder. Jetzt könnte ich einen Power Score zu hoch. Aber die schießen so schnell. Brauchst nicht unbedingt. Du auch. Ich habe schon zwei Varun gesehen. Wir haben sogar unter 6000 mit zwei Varun gespielt, mit Fuse-Bild. Der andere war halt nur Kabine, Generator und Varun. Oh, Toast ist dabei. Ja, schieß mal, wir fahren mal. Ach so, du siehst das ja nicht. Hier unten in dieser Ecke. Nee, da ist wahrscheinlich zu viel los. 9D. Okay, ich fahre hier. Toast, du fährst rechts und ich fahre links hoch. Krabbe, lass den Toast nochmal kurz leben. Ja, weil der fährt mir schon her. Also ich bin jetzt gleich ganz von uns aus gesehen, links von dir aus gesehen, ganz rechts. Ah, ich sehe dich. Warte, ich drehe jetzt. Schieß mir mal einen Arsch. Ich will mal gucken, ob das Ding jetzt aushält. Nein! Was? Boah, sind die Snowfall übel, ey. Haben die so einen großen Explosionsradius, dass da das... Weil vorhin hatte ich das... Ich hatte vorhin das Munitionspaket direkt hinten so, weißt du, direkt hinter dem letzten Panzerungsteil. Aber ich habe jetzt das Munitionspaket übelst weit unten rein und habe noch den Flug davor und noch anderen Scheiß. Ja, krass, ey. Mein Panzer zerplatzt einfach. Jetzt will ich auch Snowfall. Hast du gefused Snowfall eigentlich oder normale? Du hast einfach meine Kabine weggerissen. Das war so ein bisschen schräg eben. Na gut, die Fässer, die sprengt wahrscheinlich durch die Kette durch. Jo, warte, ich lade dich ein. Ciao. Warum konnte ich nicht hier über Stings einladen? Zur Garage einladen. Normal steht doch da zur Garage einladen.
Aris, lad mal bitte einen Toast ein. Bei mir ist irgendwie gerade das Einladungsding nicht da gewesen. Das ist tragisch. Hast du die Snowfalls gefused, oder was? Ach so. Ich weiß auch nicht, ob ich muss auch noch die Humpback fusen. Okay, also Snowfall ist mein Kryptonit. Zerlegt mich einfach. Das sind wahrscheinlich die Benzinfässer. Und wenn die Benzinfässer hochgehen, reißen die das Munitionspaket mit hoch und dann fliegt der Generator auch in die Luft und dann ist alles. Ist so, du Asche. So. Jetzt habe ich ja eine Nullrunde gemacht. Ich hätte dich erst anschießen sollen, bevor ich mich zerlegen lasse. Guck mal, kaum ist der Krabbe nicht bei, haben wir 3000er im Gegnerteam. Der Arme, ey. Auf sie. Ja, aber der eine von uns sieht auch ganz schön klein aus. Toxic Nitro. Ne, der hat aber 7500. Ach, ich muss mal gucken. Es kann auch sein, dass du einen Generator getroffen hast. Vielleicht habe ich den Generator noch so weit hinten. Die komischen aufgeblasenen Mammut drauf. Die kann ich mir eigentlich auch noch oben drauf setzen. Dann ist der 1-2-Kilo. Ah, Paya muss raus. Paya ist voll nervig. Der Arme, ich hab ihn schon voll mies erwischt. Fast geknattert eben, ja. Nein, so ein Shotgun-Auto ist hier. Och, bei mir leckt's ganz komisch, ey. Aber ich hab trotzdem getroffen. Ich glaube, das ist, weil ich das Elgato noch angeschlossen habe. Das ist, ich muss mal gleich hier neu starten. Ich manchmal so eigenartige Bildwackler hab. Manchmal, wenn es zu lang angeschlossen ist, spinnt's rum. Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme nicht. Ich muss mir die dann erstmal angucken. Aber in der Aufnahme sieht man diese komischen Wackler nicht. Deshalb muss es irgendwas mit dem Elgato und der Übertragung auf dem Fernseher zu tun haben oder so. Ich habe da manchmal das Problem, dass der Laptop einfach zu lang gelaufen ist und dann ist es irgendwie. Ja, dann habe ich so Bildflackere. Naja, was soll's. Nach der Aufnahme schließe ich es einfach mal ab und gebe dem mal ein Päuschen. Und dann sollte das funktionieren. Oh nein, der eine hat keine Waffen mehr. Aris, du bist der Letzte. Und da ist noch ein Triple Destructor. Aber der Destructor ist vorne schon komplett offen. Die Kabine guckt schon raus. Ah, der chillt in der Mitte. Da rechts fährt er. Hier muss er. Der ist bestimmt auch unsichtbar, aber der ist hier gerade rumgefahren. Der ist bestimmt gleich in der Base. Und vorher siehst du sie weg. Da ist er. Los, komm, der ist schon voll offen. Ah, ja. Destructor ist mies. Er ist auch nur noch eine Kabine mit Destructoren, gell? Schade. Fa.
waren auf jeden Fall ein paar wilde Runden. Ich bin enttäuscht, dass mein Panzer einfach so gestorben ist. Das ist wirklich tragisch. Ja, aber was soll's? Wir zocken jetzt noch ein bisschen weiter und ich hoffe, ich kriege noch köstliches Benzin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.